Hallo und willkommen zu einem neuen Build Order Tutorial. Hier zeige ich euch eine Variante, wie man nach einem Scout Rush Aufbau weiterspielen kann. In diesem Fall wechseln wir von Scouts auf Bogenschützen, um entweder in der Feudalzeit den Druck zu erhöhen oder allgemein einen Pulk an Schützen aufzubauen, der dann in der Ritterzeit zu gefährlichen Armbrustschützen verbessert werden kann. Dieses Tutorial baut auf dem Video zur Scout Rush Eröffnung auf, das ich hier oben rechts auch in der Infokarte verlinke. Da ich insgesamt vier Varianten zeigen möchte, hatte ich mich dazu entschlossen, ein Basisvideo zu machen und darauf immer anzuknüpfen, damit ich mich nicht zu sehr wiederhole und das Tutorial nicht zu lang wird. In diesem Tutorial hier setze ich also voraus, dass ihr das Video zur Eröffnung schon gesehen habt und das Video fängt daher schon am Anfang der Feudalzeit bei ca. 25 Dorfbewohnern an. Basics des Spiels an sich werden hier auch nicht mehr erklärt, solltet ihr also gerade erst im Mehrspielermodus anfangen, schaut euch am besten erstmal meinen Einsteigerguide an. Auch dort werden Build Orders erklärt und für Anfänger vereinfacht. Den Link zu der Playlist findet ihr in der Videobeschreibung und oben rechts in der Infokarte. Diese Variante ist eigentlich nur fürs 1 gegen 1 wirklich gut. Theoretisch kann man das Ganze als Flanke in Teamspielen auch machen, also dann, wenn man direkt nah an einem Gegner startet, aber in solchen Fällen ist es meistens besser, einfach direkt auf Bogenschützen zu gehen und nicht vorher Scouts zu machen, weil das normalerweise der eigene Verbündete übernimmt. Wie im Video zur Scout Rush Eröffnung bereits gesagt, kann man den Scout Rush grundsätzlich auf jeder offenen Landkarte spielen. Also zum Beispiel Arabien, Zenoten, Akropolis oder Goldrausch. Auf Karten, die eher defensiv orientiert sind und sich leicht abmauern lassen, sind Scouts dagegen eher nicht so gut. So, jetzt sind wir auch im Spiel und ich gehe natürlich davon aus, dass ihr euch fleißig die Einführung in den Scout Rush, also den ersten Part des Scout Rushes, die Basis auch angeguckt habt. Denn da fange ich natürlich jetzt an, wo das Tutorial aufgehört hat. Wir haben schon auf ungefähr 24, 25 Dorfbewohner uns hier gespielt. Wir sind in der Feudalzeit, haben etwa 8 Felder. Das war so ein bisschen das Etappenziel, das ich mal willkürlich gewählt habe, um einen Zwischenstopp einzulegen. Von hier aus möchten wir jetzt, wie gesagt, auf Bogenschützen wechseln. Das könnte gut sein, wenn wir ja allgemein eher ein Bogenschützenvolk sind. Also wenn wir eigentlich gar nicht langfristig auf Kavallerie gehen wollen. Oder wenn der Gegner vielleicht selber auch auf Reiter gegangen ist, dann können wir das, wenn er eine schlecht zu verteidigende Basis hat, auch mit Bogenschützen stärker unter Druck setzen. Oder der Gegner macht vielleicht auch Bogenschützen, dann möchten wir vielleicht Bogenschütze gegen Bogenschütze spielen. Natürlich könnte man auch Plänkler machen, aber da mache ich eine andere Variante nochmal zu. Es gibt viele, viele Gründe, wo es sich erst lohnen kann. Es gibt auch viele Zeitpunkte, zu denen man diesen Wechsel machen kann. Deshalb wollte ich eigentlich speziell für diese Variante diesen Schnitt, den ich in der Basis gemacht habe, relativ früh ansetzen. An sich kann man diesen Wechsel, wir sind gerade beim Scout Rush und ich will zum Bogenschützen, zur Bogenschützenproduktion wechseln, diesen Schritt kann man an sich so früh wie man möchte machen, aber es wird bedeutend schwieriger, desto früher man das macht und es wird bedeutend einfacher, desto später man das macht. Ich habe nach ein bisschen Experimentieren gefunden, oder herausgefunden, befunden, sagen wir mal, dass 8 ein sehr guter Kompromiss ist, wenn man es wirklich schnell machen möchte. Das heißt, da würden wir, wenn wir zum Beispiel sehen, der Gegner ist sehr schwer, kann sich sehr schwer nur verteidigen, wir wollen ihn wirklich stark unter Druck setzen. Oder der Gegner spielt vielleicht Fast Castle, also er möchte die Feudalzeit so ein bisschen überspringen und wir wollen ihn wirklich unter Druck setzen und durch seine Mauern kommen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Schützen, um seine Dorfbewohner davon abzuhalten, neue Mauern einfach hinter seinen bestehenden zu bauen. Also wenn wir es wirklich früh machen wollen, ist nach 8 Feldern ein ganz guter Zeitpunkt. Nach 12 Feldern ist sehr gut, wenn man eigentlich lieber schon mal seinen Übergang zur anderen Armee vorbereiten will. Also wenn nicht unbedingt der Gedanke ist, ich will meinen Gegner stark in der Feudalzeit unter Druck setzen, sondern eher der Gedanke ist, ich möchte in der Ritterzeit mit Bogenschützen weiterspielen und will jetzt schon mal meine Wirtschaft darauf vorbereiten und schon mal ein bisschen Masse aufbauen, weil Bogenschützen und Armbrustschützen stark einfach von diesem Pulk leben. Das sind viele Gründe, die man hier nehmen könnte. Wie gesagt, man kann auch unter 8 gehen, also sagen wir, man kann auch bei 6 schon anfangen, diesen Übergang zu machen. Die Prinzipien sind dann immer dieselben. Ich mache das jetzt hier, so eine Art Kompromiss. Bei 10 Feldern kann man aber auch wirklich, wie gesagt, mit 6, mit 12, mit 13, mit 5, wie auch immer machen. Die Schritte sind exakt dieselben, nur dass man dann später mehr oder weniger Felder zusätzlich bauen muss. Was wir machen ist, wir bauen, kommen erstmal auf die Anzahl der Felder, die wir jetzt hier machen wollen. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier mal einfach auf 10. Das ist eine ganz gute Basis. Und dann schicke ich danach einen Dorfbewohner, um schon mal mit Goldsammeln anzufangen, denn wir haben keinerlei Goldproduktion und wir möchten gleich auf 2 Schießanlagen gehen, um gute Bogenschützenproduktion anzuwerfen. Und der Dorfbewohner danach baut dann unsere Schießanlage. Danach haben wir das Ziel, auf 8 auf Gold zu kommen und dann haben wir das Ziel,
auf ungefähr 15 Felder zu kommen. Auch das sind alles so mehr Orientierungszahlen. Muss man sich nicht so krass drauf versteifen, aber so ist ganz gut, sich solche Ziele irgendwie zu merken, weil es einfacher ist, als sich zu merken, ein Dorfbewohner da, ein Dorfbewohner da und dann irgendwie gefühlt bis zur 50. Spielminute sich jeden Schritt zu merken. Das würde ja auch den Spaß daraus nehmen. Das sind nur die Prinzipien. Die Anleitung seht ihr wie immer auch oben rechts oder in der Videobeschreibung und auch als PDF-Version in meinem Discord. Da könnt ihr auch dem Link in meiner Videobeschreibung folgen. Das heißt, ihr müsst hier nichts mitschreiben. Alle Varianten dieser Build-Order gibt es für euch bereits. Sehr langes Intro, aber schauen wir mal, wo wir hinkommen. Also ich baue noch zwei Felder, wie gesagt. Und danach gehe ich auf Gold, fange dann die Goldproduktion an und baue dann meine Schießanlage. Währenddessen kann ich natürlich auch weiter Scouts machen, genau wie in den anderen Varianten gilt. Desto mehr Scouts wir machen, desto später werden wir in der Ritterzeit ankommen. Wenn wir viele Scouts machen wollen, werden wir auch insgesamt mehr Felder brauchen. So, jetzt habe ich hier meinen Dorfbewohner auf Gold geschickt. Der baut jetzt hier schon mal eben das Bergarbeiterlager, damit er gleich die Produktion hingehen kann. Und der nächste Dorfbewohner baut jetzt unsere Schießanlage. Unsere erste Schießanlage. Der Dorfbewohner wird danach noch eine zweite Schießanlage bauen und eine Schmiede, damit wir uns Befiederung holen können. Und währenddessen stocken wir unser Gold auf, sodass wir da auf 8 kommen. Wir wollen uns auch weiter abmauern. Diesen Dorfbewohner, der jetzt hier die ganzen Gebäude baut, werden wir auch nutzen, um die als Mauer schon zu bauen. Am besten auch in der Nähe der anderen Militärgebäude platzieren. Und ich mache aber auch weiter Ritter, bis meine Bogenschützenproduktion anläuft. Wie viele Ritter wir brauchen, hängt natürlich sehr, sehr stark vom Spielverlauf ab. Also ist der Gegner leicht gemauert, können wir viel Schaden machen oder brauche ich vielleicht auch Scouts, um meine eigene Basis zu verteidigen. Gibt da viele Faktoren. Grundsätzlich gilt, 2 ist so die Minimalanzahl, wo sich dann auch lohnt, 2 Scouts zu machen, zusätzlich zum Anfang. Also jetzt haben wir ja schon 2 gemacht und haben insgesamt 3. Und 9 wäre so das obere Limit, wo man überlegt, lohnt sich nicht eher, die Nahrung zu sparen und in die Ritterzeit zu gehen. Aber das hängt wirklich alles vom Spielverlauf ab, das kann ich nicht zu pauschal sagen. So, der baut uns hier weiter ab. Und ich mache halt, ich gehe in diesem Spiel vielleicht mal auf so 6 Scouts. Weniger als in den anderen Varianten, die ich gezeigt habe. Oh, du sollst natürlich hier hingehen. Und ja, gerade reicht das Holz nicht ganz, aber da wir gerade keine Felder aktiv bauen, also keinerlei Holz ausgeben, muss ich eigentlich nur ein bisschen warten. Und dann, ja, haben wir hier auch schon die Schießanlage. Und er mauert hier weiter. Steht hier vielleicht mal alle eher hier oben hin, damit die Neuankömmlinge direkt hier hinkommen können. Nochmal noch ein Scout. Und sobald unsere Schießanlagen stehen, wollen wir natürlich auch die Schützenproduktion anfangen. Das heißt, jetzt kommt hier mal der erste Bogenschütze schon in die Produktion und wir bauen direkt die zweite Schießanlage dazu. Bogenschützen werden vergleichsweise langsam ausgebildet, deshalb lohnt es sich da meistens auf 2 Schießanlagen zu gehen. Wenn wir ein bisschen Holz über haben, können wir auch schon anfangen, Bärensammler auch zu Feldarbeitern zu machen. Das hat aber keine Priorität. Wir wollen erstmal unsere Produktion hier sichern und unsere Gebäude dafür bauen. So, hier baue ich auch schon mal die Schmiede jetzt im Anschluss, da wir die Befiederung auf jeden Fall haben wollen. Und jetzt wollen wir aus beiden Schießanlagen produzieren. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Holz über. Ich baue mal hier noch ein Feld dazu. Er kann es hier noch abmauern. Und sie kann danach. Er kann dann noch ein Haus noch bauen. So. Jetzt haben wir dieses Etappenziel erreicht. Also wir haben jetzt unsere 8 auf Gold, das unsere Bogenschützproduktion ab jetzt sichern sollte. Das heißt, jetzt können wir mit denen, wir können mit denen Scheiß machen. Wir wollen gleich die Befiederung noch holen. Dafür müssen wir potenziell auch unsere Produktion ein bisschen stoppen. Ist aber auch nicht tragisch. Jetzt ist unser anderer Punkt. Jetzt wollen wir wieder auf unser Feldziel kommen. Ich habe hier schon mal ein weiteres Feld gemacht. Wir sind jetzt gerade auf 11. Das heißt, ich bräuchte noch 3 weitere Felder. Das heißt, ich gehe wieder zu dem Schritt zurück, den wir schon kennen. Ich setze den Sammelpunkt auf Holz und baue immer, wenn wir Holz über haben, ein Feld, bis wir die 15 haben und dann hole ich mir auch schon die Schubkarre, weil wir haben ja unsere Goldarbeiter bereits. Das heißt, da müssen wir erstmal nichts weitermachen.
So, ich mache jetzt keinen weiteren Bogenschützen in die Schleife, damit ich mir die Befiederung holen kann. Und setze den Sammelpunkt hier auf das Holz. Die können auch dahin kommen. Mit denen kann ich nochmal ein Feld bauen. Oh, sogar zwei. Ich kann es mir leisten. Wunderbar. Noch zwei Felder bauen. Das heißt, zwei Felder. Warte, wie viel haben wir jetzt? 13. Zwei Felder bräuchte ich noch. Geben aber jetzt natürlich recht viel Holz aus. Da wir auch nebenbei noch mauern. So, ein Feld noch. Dann können wir uns die Schubkarre holen. Na, nehme ich auch bei den hier. Und jetzt hole ich mir die Schubkarre. Wie viel haben wir jetzt? Genau, 15. Und ja, jetzt kommt halt die Schubkarre. Wir müssen jetzt auf dem Weg keine weiteren Gebäude mehr bauen, außer halt das, was wir zum Mauern brauchen. Aber wir können uns gleich überlegen, was brauchen wir an Rohstoff, um in die nächste Zeit zu gehen. Wahrscheinlich in diesem Fall eher ein bisschen Gold. Deshalb ziehe ich mal weitere Dorfwohner zum Gold hin. Baue vielleicht aber auch nochmal ein weiteres Feld. Nachdem die Schubkarre fertig ist, möchten wir schnell es geht in die Ritterzeit. Das heißt, wir müssen gucken, was fehlt uns. Brauchen wir eher Gold, brauchen wir eher Nahrung, um die Ritterzeit zu erforschen. Und desto mehr Felder wir gebaut haben, bevor wir auf Bogenschütze gewechselt haben, desto weniger werden wir jetzt im Verzug haben wir in der Nahrungsproduktion quasi. Und ja, desto schneller kommen wir in der Regel auch in die Ritterzeit. Aber desto weniger Bogenschützen haben wir natürlich auch logischerweise. Also in dem Fall würde ich gar nicht weiter Dorfwunder produzieren. Wir sind ja sehr, sehr nah dran an der Anzahl an Nahrung und Gold, die wir brauchen. Deshalb werde ich jetzt einfach meine Produktion pausieren, die Dorfwunder vielleicht noch manuell was abliefern lassen und dann so schnell es geht in die nächste Zeit gehen. Also hier die mal kurz einquartieren zum Beispiel. Und hier die mal manuell abliefern lassen. Und dann in die nächste Zeit klingen. Wie schnell das und wie smooth das geht, hängt wie gesagt auch stark davon ab, wann man diesen Wechsel auf Bogenschützen gemacht hat und wie viele Scouts man ausgebildet hat. Wenn ich jetzt hier wirklich komplett übertrieben hätte in der Folge, als er 10 Scouts gemacht hätte, dann hätten wir wahrscheinlich hier noch 3, 4 mehr Felder gebraucht. Das hängt ganz stark vom Verlauf ab. Wenn wir vielleicht erst auf 12 Felder gegangen wären, bevor wir unsere Schießanlagen gebaut hätten, dann hätten wir vielleicht sogar schon mit 14 Feldern genug gehabt, weil wir, während wir dann auf Bogenschütze gewechselt sind, viel Überschuss produziert hätten. Das hätte alles sein können. Aber wichtig ist, wir machen nach diesem Schritt 15 auf Felder, 8 auf Gold. Einfach benutzen wir unser Gehirn quasi und schicken im Dorfwohner dahin, wo wir es eben brauchen. Es gibt in dem Fall, da wir auch zugemauert sind, nicht mehr allzu viel zu tun. Aber wir könnten natürlich auch währenddessen, je nachdem wie das Spiel läuft, mit den Einheiten noch weiter kämpfen. Das ist ganz klar. Wir wollen einfach, während wir jetzt in die nächste Zeit gehen, weiterhin Bogenschützen produzieren und uns auch noch 2 wichtige Upgrades holen. Da wir die ganze Zeit produzieren, brauche ich auch weiterhin Häuser, damit wir eben nicht blockiert werden. Das heißt, diese Dorfbewohnerin wird jetzt einfach weiterhin Häuser bauen. Wir brauchen auf dem Weg hoch auf jeden Fall noch das Gold-Upgrade und das Defensiv-Upgrade aus der Schmiede. Kann natürlich in manchen Situationen sein, dass wir uns das auch schon in der Feudalzeit geholt haben, aber das verzögert dann die Ritterzeit noch ein bisschen. Also in der Regel sollte man es mit Bogenschützen auf dem Weg in die nächste Zeit erst holen. Ich gebe hier schon mal den Auftrag. Produktion geht wieder los. Ganz so viel auf Gold werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Jetzt habe ich hier schon 10. 2 pro Schießanlage reichen eigentlich 4 auf Gold. Theoretisch nur 3,5. Wir haben ein paar mehr, um Überschuss zu generieren. Damit waren 9 und dann haben wir jetzt gleich das Upgrade. Dann sollte das auf jeden Fall passen. Das Defensiv-Upgrade tue ich mir noch. Die war noch eine potenzielle Feldbauerin, die kann auf Holz gehen zum Beispiel. Und sobald wir gleich in der nächsten Zeit sind, möchten wir uns jede Menge Upgrades holen. Möchten uns, wie auch in der Ritter-Variante oder auch in der Spezialeinheit-Variante, auf jeden Fall das zweite Holz-Upgrade holen und wahrscheinlich auch das zweite Upgrade in der Mühle. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, weil das halt recht viel Nahrung kostet. Gibt einem aber viele Vorteile im späteren Verlauf des Spiels, da man eben da nicht ganz so viel Holz ausgibt. Das ist mehr so ein Investment in die Zukunft. Aber wenn man lieber andere Upgrades priorisieren will, ist das komplett okay. Also die Upgrades holen wir uns und wir holen uns auf jeden Fall auch den Botkin-Pfeil und natürlich auch das Armbrustschützen-Upgrade. Also sehr, sehr viele Upgrades. Und gucken dann, wo wir unseren Sammelpunkt hinsetzen. Ich setze dann einfach mal auf Holz, im Zweifel eigentlich immer Holz. Und
Ich hole mir Armbrustschütze, Botkin-Pfeil, kann ich mir nicht leisten. Ich hole mir Holz und Feld-Upgrade. Jetzt kann ich mir Botkin-Pfeil leisten. Alles wunderbar in Produktion. Und jetzt haben wir gleich einen Pulk an wunderbaren Armbrustschützen, mit dem wir losschlagen können. Die ersten Felder gehen hier auch schon brav. Die würde ich dann, wenn ich das Holz-Upgrade, Feld-Upgrade hole, natürlich erst neu machen, wenn dieses Upgrade nahezu oder bereits fertig ist. Und wir haben jetzt auch viele Optionen, wie wir weitermachen können. Je nachdem, ob wir aggressiv spielen wollen oder nicht. Könnten zum Beispiel, wir haben ja relativ viel Holz, weitere Dorfzentren bauen. Oder, das wäre auch eine Variante, ich mache das jetzt mal vielleicht so. Schnell auf Ballistik gehen. Dafür bräuchte ich auch noch ein bisschen mehr auf Gold. Können auch einen Dorfbewohner nach vorne schicken, um eine offensive Waffenschmiede zu bauen, um Druck aufzubauen. Könnten halt auch, wie gesagt, eher die wirtschaftliche Variante wählen und mehr auf Dorfzentren gehen. Vielleicht auch ein paar Felder nicht neu machen, wenn wir jetzt erstmal keine weiteren Dorfzentren bauen. Für Ballistik brauche ich nochmal 175 Gold. Da kann ich auch die Produktion theoretisch ein bisschen stoppen. Oder mir auch noch einen Markt mal holen. Viele, viele Optionen. Hängt alles vom Spielverlauf ab und was ihr eben machen möchtet. Aber die Felder waren nicht neu und holen mir die Ballistik, sobald es geht. Na komm. Da ist sie doch. Ein paar Felder will ich aber neu machen. Das zweite defensive Upgrade für Schützen ist nicht ganz so wichtig. Kann man sich erstmal ein bisschen sparen, kostet doch relativ viel Gold. Ja, das war aber auch eigentlich schon soweit, wie ich das hier in diesem Tutorial machen wollte. Es hängt natürlich, und ich sag's tausendmal pro Video, sehr davon ab, wie das Spiel eben verläuft. Ich kann euch nicht die kompletten strategischen Entscheidungen abnehmen, sonst wird das Spiel auch keinen Spaß machen. Ich hoffe aber, dass ihr die Logik verstanden habt, die Ziele euch so ein bisschen merken könnt. Es wird ja auch alles in schriftlicher Form nochmal vorliegen, sodass ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen könnt oder natürlich auch das Video nochmal zurückspulen, falls irgendwas zu schnell gegangen sein sollte. Man sagt mir ja nach, dass ich mal ab und zu schnell rede, gerüchteweise. Bei den Zeiten können wir uns auch wieder an ähnlichen orientieren, wie das bei den anderen Varianten der Fall war. Wir sollten bestenfalls unter 22 Minuten bleiben bei Bogenschützen. Da wir eine Zeit lang eben nicht auf Nahrung gehen, kann es aber gut dazu kommen, dass wir auch ein bisschen über 22 Minuten bleiben. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir mit einer doppelten Bogenschützenproduktion um die 20 Minuten schon in dritter Zeit ankommen. Wahrscheinlich nur dann, wenn wir einfach ein Volk mit guten Wirtschaftsboni haben. Solange es aber nicht deutlich über 23 Minuten wird, ist unsere Zeit eigentlich noch ganz gut. Das heißt, daran kann man sich auf jeden Fall orientieren. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen und ihr wisst jetzt, wie man von Scouts auf Bogenschützen wechseln kann und damit weiteren Druck eben aufbauen kann oder sich einen Pulk an tödlichen Armbrustschützen aufsparen kann. Falls ihr noch Anmerkungen habt oder Wünsche für weitere Tutorials, schreibt mir das in die Kommentare und es wird auch noch eine weitere Variante natürlich geben für den Wechsel auf Plänkler. Das könnt ihr euch dann auch noch anschauen. Ich hoffe, ihr lernt was draus und ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dann.